Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier diesen schicken alten Renault 4F hier vorstellen. Hier steht, hinten steht 4F, hier steht 4L. Keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Ja, aus dem Baujahr 1961. Der kostet hier so wie da steht 7000 Euro und 357 Leasing. 57 km/h soll das schnell sein. Und wir haben hier einen vergrößerten Tank, glaube ich, von 120 Liter. Und wir haben hier eine Leistung von 35 PS, entsprechend 26 kW. Wir können hier die Hauptfarbe uns anpassen, wie wir gerne möchten. Und natürlich hier die Felgenfarbe genauso. Und hier die Designfarbe ist jetzt hier diese Linie. Wir können uns hier auch noch hier ein Team-Logo, hier steht hier das da, also hinzufügen, dann jetzt hier von verschiedenen Herstellern wie Agro, Amazone, Case, Challenger, Glas, Deutzwar, Fendt, Fiat, Fiat Agri, Benson, Grimme, JCB, John Deere, Joskin, Krone, Kuhn, Jolly, Lemken, Manitou, Meister Ferguson, Michelin, New Holland, Renault, Trelleborg, Förderstand, Valtra. Ja, das war's so her, was man hier machen kann. Ja, das hier ist ein anderer Mod. Da habe ich auch ein Video gemacht. Wenn am Ende des Videos formt ihr natürlich, wenn ihr euch das interessiert, natürlich hier noch zu diesem Mod hinzu. Ja, ich habe jetzt schon mal ein paar Mal gekauft, das gute Stück, wie man hier sieht. Ja, und ich habe das auch schon mal gekauft mit den anderen Mods, wo man sich den hier auf Alt hier natürlich hier kaufen kann, wenn man möchte. Ja, dann können wir mal reinsetzen. Da sieht man jetzt hier, so kauft man ihn mit also über fünf Stunden, bisschen Sprit und natürlich hier Reparaturen. Natürlich kommen dazu, aber da fährt man natürlich billiger und wie man hier sieht, ja auch hier auf Alt. So, jetzt kommen wir natürlich hier uns ein Renault natürlich. Ihr könnt hier die Türen natürlich öffnen mit Simple IC. Auf und zu machen. Und hier genauso die Türe auf. Und natürlich machen wir es auch wieder zu. Ja, wir steigen jetzt hier mal schick ein. Machen natürlich hier unsere Türe zu. Ja, hier habe ich schon mal eine Palette mit Pappeln reingetan. Wir können hier auch Spanngurte anbringen. Wie wir sehen, sind jetzt hier die Spanngurte hier da. Ja, wie wir sehen, ja, Spiegel hier, Hammer sind hier vorhanden mit Funktion, aber nicht richtig also verwendbar, weil die Einstellung hier nicht in meinen Augen hier genau passt. Wir können hier seitdem ein bisschen durchschauen. Wir haben hier eine Schierhakenschaltung. Auch hier ein Trabi drin gewesen. Mal sehen, jetzt hier das Gaspedal funktioniert. Bremspedal auch. Lenker hier funktioniert. Armaturenbrett haben wir jetzt hier, wie wir sehen, keine Instrumente. Schade irgendwie. Ja, wir haben hier unsere Quietschehupe. Ja, da fahren wir jetzt mal mit unserem Renault hier auf unsere Bühne. Schauen wir natürlich unten mal drunter. Ich finde es schade, dass der hier diesen Pickups Original Sound drin hat. Wir bestellen uns jetzt noch schnell hier von der Firma Böckmann hier uns einen Viehtransporthänger natürlich, weil wir uns hier unseren Attacher hinten auch noch kontrollieren möchten. Mal die Lampe anmachen, das sehen wir jetzt hier, man hat hier also Achsen hier modelliert. Sehen zwar nicht originalgetreu aus, aber es ist ja schließlich ja auch ein Spiel. Bei anderen Mods gibt es auch keine Achsen. Uns geht der Auspuff hier an der Seite raus. Man sieht, hier kommt der Abgas auch raus. Ja, wir haben hier einen Rückfahrlichtkegel, aber hier keinen Scheinwerfer, was man sieht, wo das herkommt natürlich. Die Hände ein bisschen so komisch am Lenkrad. Naja, ein bisschen vermutungsmäßig denke ich mal, das könnte ein SketchUp-Modell sein. Kann mich aber auch irren. Wie wir sehen hier, Kupplung funktioniert, Steckdose hier irgendwo unterm Auto drin. Ja, wir wollen ja natürlich unsere Höchstgeschwindigkeit gleich mal testen. Na, da fahren wir einfach mal hier so durch kurz mal durch den Schlamm durch. Mal sehen wir hier, ob... Oh, ja, das
Eigentlich sollte der richtig Laune machen. Bremslicht funktioniert schon mal. Ja, die Kiste wird auch schön schmutzig. Ja, Höchstgeschwindigkeit haben wir schon erreicht, 75 km/h. Mal schauen, wie sich die Straßenlage natürlich ist. Also er fährt ja relativ gut und sicher natürlich. Wie man ja sieht hier, also ist er schon schmutzig. Geben wir mal hier die Kurve. Man kann mit denen ja fast um die gerade Kurve flitzen. Da können wir ja auch hier mal stehen bleiben. Machen wir hier gleich unser Lichttest. Also Bremse schon mal funktioniert, schon mal das Licht auch. Und ja, was wollen wir machen? Wir wollen natürlich hier in unsere Nachtschicht gehen. Also das Licht haben wir schon mal an. Blinker, wie wir sehen, hier funktioniert auch. So. Mit den Numbertasten hier funktioniert nichts. Und wenn ich jetzt mein Fernlicht schalten tue, wie es belegt wäre, geht hier hinten die Lichter an. Also. Einmal F, zweimal, dreimal. Also da ändert sich eigentlich vorne eigentlich sogar nichts. Gehen wir mal die Innensicht mal rein. Da sehen wir ja, wir haben hier keine Armaturen, Beleuchtung oder irgendwas da. Dann gehen wir hier natürlich wieder in unser Tagesprogramm natürlich wieder über. Ja, schmutzig wird er hier drin genauso. So, und wir können hier nochmal aussteigen. Und natürlich hinten das mal aufmachen und dann sehen wir ja hier, so sieht das jetzt hier natürlich aus mit den, hier unseren Gurten, unsere Palette steht schick drin. Ja, machen wir hier einfach wieder mal zu. Und, ja, schauen wir uns jetzt auch die Lok mal an, da sehen wir jetzt hier unsere Lok her. Ist soweit das, wie ich es hier sehe, sauber. Müsste hier jetzt. Wo ist er jetzt da? Ah, da ist er eh schon gleich. Ja, da ist er ja. Also unser Renault, also FS19 4L hier. Ja, ist hier fehlerfrei. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Euer Franz.